Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield 4. Mein Name ist Mike und es geht weiter. Wir sind ja hier gerade gestorben und wir müssen eben das Flugfeld erreichen. Verdammt, Granate, verdammt, 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 verdammt. Also ich finde das Level jetzt ziemlich schwer und wir brauchen auch 190 Kills. Verdammt. Diese verdammten Granaten, echt. Wir brauchen eben 190 Kills, um die Sniper freizuschalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt uns gut anstrengen und dass wir das jetzt auch schaffen. Und ich will nicht mehr sterben, wirklich. Ich bin schon so oft gestorben. Ich will einfach nicht mehr. Verdammt. So, Entfernungen sind nicht so leicht mit dieser Waffe, muss ich sagen. Mal kurz. Ich brauche einen Plan. Ich sollte vielleicht echt jetzt ein bisschen das Team zur Hilfe nehmen. Weil so werden wir das nicht schaffen. Was haben wir für Waffen? Verdammt, ich habe keine Waffen. Ich überlege gerade, ob ich zurückgehen soll zur Waffenkiste. Ich glaube, für Fernwaffen nehme ich eher diese Waffen. Okay, ich gehe mal zurück zur Waffenkiste. Dann ich sollte vielleicht nochmal in Deckung gehen. Ja. Wow. Alles klar, weiter! So, nochmal zurück zur Waffenkiste. Wo ist deine Waffenkiste, bitte? Ah, hier, okay. Bereit zum Angriff! Dankeschön. Nein, ich will nicht. Passt schon, dankeschön. Warum ist mein Team mitgegangen? Naja, wahrscheinlich weil ich der Teamleader bin und die denken wohl, ich habe da einen Plan oder so. Nein, ich wollte nur nachladen, liebes Team. Ich überlege echt gerade, ob ich mir einfach ein Scharfschützengewehr holen soll. Hat zwar nicht so eine krasse Leistung, aber immer noch besser, als keinen zu treffen. Obwohl jetzt geht's eh mit der Waffe, ist Fernkampf eh nicht so schlimm. Aber mit der M4 war das schon ziemlich schwer. Gehen wir mal weiter. Wer hat Panzer? Nein, hör auf. Da ist jetzt aber kein Panzer, oder? Okay, hinter dem Panzer meint er, okay. Alles klar. Das können wir machen. Ich muss nicht auf den Panzer aufsteigen. Wow. Okay. Wollte ich echt machen, aber ist egal. Stirb, Alter. Ich bin schon in Deckung. Fast wieder gestorben. Nochmal Glück gehabt. Jetzt sehe ich, da unten haben wir ja die Lebensanzahl auch. Das ist mal cool. Und wie viel verliere ich bei einem Schuss? Ich stelle mich mal hier hin. Ja, ungefähr 40. Okay, das ist nicht so gut. Was war das da gerade eben? Ich habe das gesehen, da ist gerade irgendwas herumgeflogen. Ich muss jetzt mal wieder aufklären, wirklich. Wo ist denn der Darkstar? Okay. Sehr gut. Und weiter geht's. Gehen wir weiter. Ja, das ist ein Öltanker. Ja, der wird wohl nicht hochgehen, oder? Schau auch mal was rüber. Verdammt, der Panzer ist hinter mir. Lass mich schön am Leben, okay, Panzer. Ich tue dir nichts. Ich bin auf deiner Seite. Da war jetzt einfach gerade ein Gegner von mir vor. Ach, da ist sie da oben auf dem Panzer, verdammt. Das ist mal schlecht, das ist wirklich schlecht. Ist unser Panzer gerade explodiert? Nein, der andere. Okay. Das ist wiederum gut. Verdammt, ein anderer Panzer wieder. Aber das macht unser Panzer schon, unser Panzer spitzenmäßig. Hier sind wieder Gegner. Die uns alle umbringen wollen. Jeder ist gegen uns. Ich glaube, da läuft eine riesen Verschwörung gegen uns. Ich habe den jetzt schon so oft getroffen. Warum stirbt er nicht? Liegt unser Panzer noch? Ja, ich schätze schon, oder? Panzer ist schon mal weg. Wow.
Wow, verdammt, das sind viele Leute. Da muss ich jetzt aufpassen. Ich werfe da mal eine Granate rüber. Da ist der wer. Und tschüss. Warum ist der nicht gestorben? Weil er da ganz hinten ist. Alles klar. Aber jetzt ist er auch tot. Das war's mit dem. Bei dem läuft gar nichts mehr. Bei dem auch nicht mehr. Der hat nämlich eine Kugel im Kopf. Der auch gleich, aber leider noch nicht. So, das war's auch mit dem. Wir sind hier sowas wie ein Massenmörder auf dem Schlachtfeld, ne? Okay, wie viele Kills haben wir schon? 45. Okay, ich will unbedingt 190 haben. Ich will jetzt unbedingt mal einen Sniper haben, wirklich. Sag ich gleich wieder. Wo ist der da? Da ist er. Ich weiß, hinter mir ist eine Granate. Ich glaube, ich sterbe gleich. Nein, zum Glück nicht. Mal Glück gehabt. Ich habe sogar noch richtig viel Munition. Wie geht denn das? Ist der Panzer vielleicht sowas wie ein Auffülllager? Nein. Nein, das hätte ich jetzt schon. Nein. Ja, ich muss wieder mal aufklären. Sonst wird das halt nichts mehr. Da ist wieder wer. Den da oben muss ich auch. Ich glaube, der hat einen Sniper. Wir gehen jetzt mal darauf und holen die Sniper von dem Typen da. Ich glaube, der hat einen Sniper. Ich werde jetzt mal schauen. Vielleicht komme ich da irgendwie rauf. Könnte ja sein. Weil ich bin mir fast sicher, dass der dann einen Sniper hatte. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Was geht denn mit dir ab, Alter? Halt dein Maul, Alter. Boah, verdammt, was geht denn hier ab? Okay, ich bin im gegnerischen Schlachtfeld, aber das muss ja nichts heißen, oder? Nochmal Glück gehabt. Ich will da bitte irgendwie rauf. Da komme ich rauf. Wartet mal kurz, Jungs. Ich will nur kurz mal schauen, ob da irgendwer eine Sniper hatte. Weil das sieht für mich sehr gut aus. Okay. Der ist schon tot, ja, ich glaube. Wir sind auch schon weg jetzt. Weil schon so viel Zeit vergangen ist. Ja, okay. Scheiß mal drauf. Hey, alles okay bei euch? Die Luke war offen. Uns hat fast erwischt. Was ist passiert? Eine Schockwelle. Wir haben Glück, dass sie noch leben. Wir sollten den Panzer nehmen. Nur weil du schießen kannst, kannst du noch lange nicht kämpfen. Hast du es kapiert? Was immer du sagst, Irish. Das sieht nicht gut aus. Okay, wo müssen wir hin? Kann mir jetzt was sagen. Vielleicht soll auch ich mit dem Panzer fahren. Das könnte auch sein. Weil irgendwer hat gesagt, nehmen wir den Panzer. Ja, ich muss mit dem Panzer fahren. Hey Irish, wie gefällt dir das, Baby? Na toll. Ja, Panzer fahren, ich mag's ja eigentlich, aber... Ja, naja. Es geht. Es geht. Ich werde jetzt mal hinter diesen Panzern bleiben, falls gegnerische Panzer kommen. Denn ich will nicht in einen Kampf verwickelt werden. Das letzte Mal Panzer gefahren bin ich ja eigentlich in Battlefield 3. Aber so richtig Panzer gefahren bin ich eigentlich nur in COD. Das ist der zweite Teil, ich glaube, war es. Also der ganz alte Teil, also COD 2. Und da war auch so eine Panzerschlacht bei einer Panzerfabrik. Irgendwer hat mich jetzt getroffen, verdammt. Und soviel ich weiß von damals, darf man zwei Treffer kann man abbekommen. Und dann explodiert man. Ich weiß nicht, wie es in Battlefield ist, aber in COD war das so, dass man eben nur zwei Schüsse abbekommen hat und dann ist man schon gestorben. Ich sehe auch gerade keine feindlichen Panzer. Ich schieße einfach mal ein bisschen rum. Okay, hier ist er. Nein, 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 nein. Bam. Perfekt. Und ich hoffe mal, dass wir so auch viele Kills bekommen. Zusätzlich. Was? Achtung. Bekommen wir dafür eigentlich keine Kills, wenn wir den... Halt, wenn die Leute da schießen.
Over. Komm, komm, komm. Bleib nach. Komm, schieß. Ja. Okay, erreiche das Flugfeld. Ja, ich muss hier weiter. Ich warte mal da einfach mittendurch. Sollte irgendwie gehen, oder? Ja. Alter, macht das Spaß. Aber hier kommen wir nicht weiter. Okay. Ich schätze mal, wir müssen da lang. Und irgendwie eine Abkürzung nehmen. Oder eben einen Umweg nehmen. Das ist das Tor. Yeah. Oh, Panzer direkt voraus. Da kommt einer. Ah, das ist ein Parkhaus. Der hat recht, der war wirklich direkt voraus. Oh, Glück gehabt nochmal. Da war noch einer. Okay, das können wir nicht zerstören. Ich schätze mal auch, das ist ein tragender Pfeiler. Verdammt. Bisschen lahmgelegt. Verdammt, ich wollte gerade aussteigen. Ach komm schon. Ich wollte gerade aussteigen und dann explodiert das Scheißteil da, Alter. Das war jetzt irgendwie gerade voll ausländisch, das Alter. Aber egal. Ich hoffe mal, wir spawnen jetzt nicht zu weit. Ja, okay, passt. Das passt. Wie viel haben wir schon Kills? 54. Okay, wir sind wieder hier. Mal wickel mit deinem verdammten Panzer da, echt. Du nervst. Und das extrem. Ja, ich bin gerade dabei. Komm, schieß, komm, schieß. Schieß. Puh, Glück gehabt. Jetzt gleich nochmal rüber. Verdammt, da war auch noch wer. Gehen wir weiter, gehen wir weiter. Oder eben fahren wir weiter. Irgendwo hier muss jetzt noch ein Panzer sein. Hier war einer, genau. Ich werde jetzt auch mal genau ziehen und vielleicht ein bisschen herumfahren. Und dann kann er mich auch schwerer treffen. Ja, sehr gut. Killt mal die ganzen Leute da, die mich killen wollen. Hier war, glaube ich, nein. Da vorne ist ein Panzer, okay. Da vorne. Und da steht er schon. Komm, schieß, 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 schieß. Perfekt. Fahren wir gleich mal weiter. Das können wir bestimmt auch zerstören. Nein, können wir nicht. Okay. Warum können wir das nicht zerstören? Ich verstehe es nicht. Aber die Bänke schon, oder? Ja. Yeah. Yeah, das macht Spaß. Sowas ist immer noch cool. Das können wir auch zerstören. Das finde ich so cool an Battlefield. Man kann die Umgebung eben auch zerstören. Da kommt jetzt gleich ein Panzer. Da müssen wir aufpassen. Ja. Komm. Da oben kommen auch gleich Leute. Schießen wir gleich mal rein. Ja, fahren wir gleich mal rein, würde ich sagen. Ach, da hinten ist noch ein Panzer. Jetzt sehe ich, woher da noch eine Panzer war. Verdammt, komm, schnell raus. Ich muss schon weg vom Panzer, bevor der explodiert. Glück gehabt nochmal. Ich überlege gerade, wir könnten auch in diesen Panzer da einsteigen und mit dem einfach wegfahren. Geht das? Ja, klar geht das. Ist das überhaupt ein Panzer? Ich glaube nicht, oder? Nein, schwerer Schaden. Raus, 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 raus. Verdammt, Alter. Komm mit, Jungs. Ja, da hinten ist noch ein Panzer. Ist der schon da drinnen? Nein, das ist ja unser Panzer, oder? Hallo, du gehörst ja zu uns, oder? Nein, nein, der gehört nicht zu uns. Eindeutig nein, 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 nein. Habe ich noch irgendein Abwehrgeschütz? Nein, habe ich nicht. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, kommt. Ja, wir müssen weiter. Was ist da für eine Kiste? Hier eine Gadget-Kiste auch. Ja, perfekt. Boah, danke. Okay, was nehmen wir hier? Panzerabwehr wäre jetzt, glaube ich, am besten. Die auch in Innenräumen abgefeuert werden kann. Das werden wir jetzt nehmen. Und als Gadget 2 nehmen wir noch C4-Sprengstoff.
So,